Hey meine Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal. Und zwar erstmal, es tut mir wirklich leid, dass jetzt schon länger kein Video von mir kam. Aber ich war krank gewesen und hatte ein paar Probleme mit meiner Haut und konnte deshalb keine Make-up-Looks schminken. Ich sah wirklich katastrophal aus. Und ich musste meiner Haut erstmal ein bisschen Zeit geben, um sich zu erholen. Und ja, und ich hatte heute die Idee, ein First Impressions Video für euch zu machen, da ich jetzt einige Dinge hier bei mir zu Hause gefunden habe, die ich noch überhaupt nicht benutzt habe, die ich aber schon wirklich seit längerer Zeit hier rumliegen habe. Also dachte ich mir, ich mache das heute einfach mal spontan und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen und ich würde sagen, wir fangen dann auch schon mal direkt an. So, das Video wird heute mal übrigens mit Ton und wir fangen dann auch an. Mit der Foundation. Als erstes erstmal wieder schön den Haarreif aufsetzen. Und zwar habe ich mir hier von Catrice die HD Liquid Coverage Foundation geholt. In der Farbe 030 Sand Beige. Die wird ja total gehypt und ich dachte mir, okay, da muss ich die natürlich auch mal ausprobieren. Weil meine ganzen Foundations, die ich bis jetzt hatte, waren leer. Und es wurde einfach mal Zeit für eine neue. So, es hat übrigens so einen coolen Pipetten. Spender hier dran, da tröpfle ich jetzt, ja, ich würde mal sagen, auf jede Seite so 2 Tropfen und hier vielleicht auch ungefähr. Dann nehme ich jetzt meinen feuchten Beauty Blender und trage das Ganze hier einfach mal ein bisschen auf meine Haut auf. Also ich muss sagen, von der Deckkraft bin ich wirklich mega erstaunt. Ich hätte nicht gedacht, dass die Foundation wirklich so gut deckt. Also wow, das ist echt mega. Ich meine, ich habe deswegen schon sehr, sehr viel gehört und mir wurde die auch schon mega oft empfohlen. Aber ich hoffe, ihr könnt es sehen, die deckt echt spitzenklasse. Und man braucht davon, wie ihr gesehen habt, echt nicht viel. Und die deckt mega, mega gut. Also, reicht völlig. Ich muss nur gerade mal meinen Spiegel ein bisschen umstellen. So. Als nächstes ist es jetzt leider kein First Impression Produkt, aber mein bewährter Essence Camouflage Concealer kommt wieder zum Einsatz. Geben wir einfach nur ein bisschen hier unter das Auge, nicht zu viel. Und dann einfach mit dem nassen Beauty Blender ein bisschen drüber, damit die Augenringe einfach ein bisschen weggehen. Ich hoffe, die Lichtverhältnisse sind okay. Nur mein doofes Ringlicht, was ich mir bestellt hatte, ist leider immer noch nicht da. Und deswegen muss ich noch mit dem Licht von draußen füllen. Dafür kann ich manchmal nichts, wenn die Lichtverhältnisse dann ein bisschen anders sind. Es wird aber auch bald behoben. So, und als nächstes gehe ich jetzt hier wieder auch kein neues Produkt in meinen Banana Powder rein und setze einfach nur mal kurz das hier unten drunter ein bisschen. So. Okay. Als nächstes kommen wir dann zu einer Palette, die ich schon sehr, sehr lange hier rumliegen habe. Und zwar ist das von Morphe, die Caitlin Lights Palette. Die habe ich wirklich schon sehr, sehr lange. Sieht man das? Ich kam bis jetzt aber noch nicht dazu, damit einen Look zu schminken. Ich habe die zwar schon geswatcht, die Farben auf meiner Haut, aber ich habe wirklich noch keinen Look damit geschminkt. Leider kam die auch ein bisschen zerstört bei mir an, aber ich hoffe, man sieht es, ich weiß es nicht. Es hat hier von jeder Farbe etwas, es hat hier ein paar Glitzertöne, dann ein paar Brauntöne, hier oben dann ein paar hellere Töne. Dieses scheiß Licht, wirklich. Und ja, ich werde damit jetzt einfach mal ein bisschen was Natürlicheres machen und fange dann auch direkt mal an mit dem hellsten Ton hier oben. Und den gebe ich jetzt einfach mal komplett auf mein Lid auf.
So. Normalerweise mache ich ja immer eine Lidschattenbase drauf, aber heute lasse ich die einfach mal weg, weil ich das Make-up jetzt nicht so krass mache, dass ich jetzt unbedingt eine Base brauche. Das benutze ich wirklich immer nur dann, wenn ich weiß, okay, das Make-up muss den ganzen Tag halten, weil ich jetzt zum Beispiel irgendwie auf einen Geburtstag gehe oder sonst irgendwas oder weil ich ein Essen habe, wie auch immer. So, dann nehme ich jetzt hier oben diesen braunen Ton und gehe dort mit meinem Blenderpinsel einmal rein und gebe das einfach hier oben in die Crease, um einen schönen Übergang vom Augenbrauenbogen zum Augenlid zu schaffen. Und ich muss sagen, die Palette ist wirklich gut pigmentiert. Also ich war schon begeistert von den Swatches auf meiner Haut. Also die waren echt schon mega gut. Aber jetzt, wenn ich das hier so drauf gehe, muss ich sagen, das ist echt mega gut. Ich bin sowieso begeistert von den Morphe Paletten. Ich hätte nicht gedacht, dass sie wirklich so gut sind. Also die gefallen mir echt, echt mega, mega gut. Ich bin bis jetzt noch nicht enttäuscht worden von diesen Paletten. Ich habe einige. Und ich kann sie wirklich nur empfehlen. Sie kosten auch überhaupt nicht viel. Na klar, das Problem ist, gibt es nur in den USA. Aber mittlerweile kann man die auch auf Beauty Bay bestellen. Das ist dann gar kein Problem. Es kommt dann aus England rüber. Und ja, so. Ich mache es auch diesmal nicht ganz zu kräftig. Das dürfte jetzt als Transition Color erstmal reichen, finde ich. Dann gehe ich hier nochmal, wo habe ich den jetzt hin? Hier. Dann gehe ich jetzt nochmal mit dem abgeflachten Pinsel hier oben nochmal in den hellen Ton und betone jetzt einfach nochmal das unter dem Augenbrauenbogen ein bisschen, damit der Übergang ein bisschen schöner ist. So. Genau, das war's. Dann gehe ich jetzt mit meinem schmaleren Blenderpinsel einmal zuerst hier in dieses hellere, ja, was ist denn das, so Bordeaux-Braun-Lila-Mix irgendwie. Ich kann es nicht genau so gut beschreiben. Im Farbenbeschreiben bin ich eine Niete, aber egal. So, dann gehe ich hier oben einfach nochmal genau in die Lidfalte rein und gebe dem Ganzen einfach nochmal ein bisschen Tiefe. Ich muss sagen, echt, diese Farben sind der Hammer. Man braucht nicht viel und es wird echt gut aufgenommen. Also kann ich wirklich nur empfehlen. Allerdings weiß ich nicht, ob es die Palette noch zu kaufen gibt, weil es war eine Limited Edition mal wieder. Und ich bin so ein Opferkind. Ich muss wirklich alle Limited Editions besitzen. Genauso wie bei den MAC-Lippenstiften. Allerdings habe ich da jetzt auch schon ein bisschen die Handbremse gezogen. Ich kaufe momentan eher mehr Lidschattenpaletten als Lippenstifte, weil ich habe wirklich, ja, schätze mal so um die 150 Lippenstifte, wenn nicht sogar mehr. Und ich komme manchmal einfach gar nicht dazu, die alle zu benutzen. Und bei den Lidschattenpaletten ist es halt so, die benutze ich wirklich jeden Tag. Lippenstifte habe ich auch jeden Tag benutzt, aber momentan bin ich einfach echt zu voll, mich für die Arbeit richtig zu schminken. Das Einzige, was ich morgens mache, sind Augenbrauen, Wimperntusche und fertig. Und ja, deswegen. Jetzt nehme ich hier nochmal von Evelyn meinen Blenderpinsel und verblende das Ganze jetzt einfach nochmal ein bisschen, damit der Übergang einfach ein bisschen schöner ist. So, das haben wir. Dann gehe ich allerdings jetzt nochmal mit dem gleichen etwas dünneren Blenderpinsel hier in das dunklere Bordeaux-farbige etwas rein. Und gebe es nochmal hier in die Lidfalte rein. So. Einfach nur, damit es ein bisschen schöner ist und der Übergang ein bisschen hübscher aussieht. Okay, dann gehe ich nochmal mit meinem Evelyn-Pinsel drüber. Okay, that's it. So, und jetzt benutze ich zum ersten Mal von Amazon diese wunderschönen Pinsel, die ich mir bestellt habe. Und gehe jetzt hier in diesen schwarzen Ton rein und gebe das einfach hier ein bisschen in den Außenwinkel von meinem Auge auf. Ich
bin bei dem Schwarz ein bisschen vorsichtig. Ich habe nämlich die Befürchtung, dass es ein bisschen zu stark wird, obwohl es, nee, es geht. Und das Schwarz ziehe ich jetzt einfach hier auch nochmal ein bisschen in mein Augenlid mit rein. So, ich tippe es erstmal hier in die Ecke und hier auch. Einfach erstmal so ein bisschen drauf geben und ein bisschen hoch in die Lidfalte ziehen. So, ich denke mal, das reicht auch schon, weil ich will es nicht zu düster haben. Ich gehe nur noch mal hier über die Ecke drüber. Und dann nehme ich noch mal meinen Evelyn Blender Pinsel und blende das Ganze noch mal ein bisschen aus, damit der Übergang einfach schöner ist. Und ich hatte recht, das Schwarz, damit muss man echt aufpassen. Also das gibt echt mega viel Farbe ab. Wenn man da zu viel nimmt, versaut man sich das ganze Make-up und am Ende hat man dann nur noch schwarze Farbe überall. Also so, dann gehe ich noch einmal hier in meinen Blenderpinsel und gehe nochmal hier oben leicht drüber und verblende das damit auch nochmal ein bisschen. Aber echt, ich bin begeistert, muss ich sagen. Das ist wow, der Hammer. Okay. Dann gehe ich jetzt nur noch hier in diesen abgeschrägten Pinsel, abgeflachten, wie auch immer. Abgeflacht trifft es eher, Pinsel rein. Und gehe hier oben in diesen goldenen Glitzer. Oh mein Gott, dieses Licht. Ich hoffe, man sieht das in diesen goldenen Glitzerton rein. Da sieht man jetzt leider nicht so scheiß Sonne, echt. Ich bin froh, wenn dieses Ringlicht da ist, ich sag's euch. Und das gebe ich einfach hier vorne ein bisschen drauf. Und ja, das war's auch schon. Mehr mache ich gar nicht drauf, nur das, was ich jetzt hier habe. Hey, voilà. Nur noch mal hier vorne, da ist ein bisschen abgegangen. Und hier. Und dann gehe ich noch mal ganz kurz mit dem Schwarz hier ein bisschen drüber und verblende das Ganze noch ein bisschen und gehe nochmal mit dem Evelyn Pinsel hier drüber. Okay, dann nehme ich hier von Real Tint X meinen Pinsel und gehe einfach hier unten drunter und mache nochmal die Bakung weg. So, und dann nehme ich jetzt einen abgeschrägten Pinsel und gehe nochmal in das Schwarz und gehe hier ein bisschen unter das Auge und mache es wirklich nur ganz leicht, so ungefähr bis zur Hälfte vom unteren Augenlid. Wimpernkranz, nicht Augenlid. Ach, Sarah, ey. Und ihr werdet sehen, ich werde das Video nicht schneiden, damit ihr auch mal was zu lachen habt. Ich sag's euch, ich hasse das immer, diese perfekten YouTube-Videos zu gucken, wo sich keiner verspricht. Das ist fürchterlich. Okay, und so lassen wir das Ganze jetzt. Ich nehme jetzt meine Mascara von Manhattan, die Supreme Lash Fresh Volume mit, ihr werdet es nicht glauben, Gurken. Mit Gurken. Ich habe schon mal dran gerochen. Ich glaube, ich hatte die in irgendeiner Box. Und ohne Mist, die riecht wirklich nach Gurke. Also diese, ich habe es am Anfang auch nicht geglaubt, aber diese Wimperntusche riecht wirklich nach Gurke. So, damit tusche ich mir jetzt mal die Wimpern. Ja, und ich muss sagen, die ist ganz okay. Der Bürstenkopf ist so, also ein bisschen mehr, ja, wie soll man das am besten erklären? Das hat so die Silhouette von einer Frau einfach irgendwie. Ich glaube, damit kann ich es am besten erklären. So. Okay. Ja, die ist gut. Nicht nur, dass sie gut riecht, nein, die tuscht auch die Wimpern gut. Aber ich finde, es kommt wirklich keine Wimperntusche an die Lash Prints von Essence dran.
Die macht die Wimpern auch gut. Aber jetzt nicht so, dass ich sagen könnte, oh, das ist der neue Lieblings von Lieblings. Jetzt wollte ich wirklich Foundation sagen. Lieblingswimperntusche. Okay, jetzt begeben wir uns nur zur Kontur. Und zwar habe ich hier von ML, keine Ahnung, ob ich das jetzt richtig gesagt habe oder nicht, einen Safari Bronzer. Und zwar sieht der so aus. Den hatte ich auch in einer Box drin. Und dann benutze ich hier wieder von Luxie den 512er Small Contouring Brush. Ich gehe hier einfach mal querbeet drüber. Ich hoffe, ihr werdet jetzt nicht genauso geschockt sein wie ich und das wird so viel Farbe abgeben. Oh nein, das ist okay. Ich hoffe, es wird auch nicht zu fleckig. In der Kamera sieht es jetzt mega krass aus, aber es ist eigentlich nicht so krass. Das hasse ich immer beim Film irgendwie. Kommen die Produkte in der Kamera immer schlimmer rüber, als sie eigentlich sind. Also so krass braun bin ich jetzt gar nicht damit im Gesicht. Vielleicht muss ich auch mal versuchen, einen anderen Pinsel damit dafür zu benutzen, weil ich habe das Gefühl, es macht es ein bisschen fleckig. Und ich muss sagen, es geht, wenn man hier nochmal mit einem dickeren Pinsel drüber geht, ist es gar nicht so krass. Aber es regt mich auf, dass es hier in der Kamera so aussieht, als hätte ich hier so zwei braune Balken. Aber es ist wirklich nicht so schlimm. Entschuldigung, ich muss jetzt nochmal hier den Spiegel nehmen, weil ich das damit ein bisschen besser sehe. Also keine Ahnung, es ist schon ein bisschen besser, aber es sieht wirklich nicht so heftig aus, wie es ist. Das finde ich jetzt allerdings ein bisschen doof, aber egal. Aber der ist schön. Also der ist echt mega schön. Wenn ich einen anderen Pinsel benutze, dürfte es damit bestimmt auch besser gehen. Okay, jetzt begeben wir uns zu meinem Blush. Und zwar habe ich hier von Essence schon ewig einen Blush rumliegen. Und zwar ist es der Matte Touch in der Farbe Peach Me Up. Den geben wir jetzt einfach noch ein bisschen auf die Wangen. Wow, okay. Bisschen ist gut. Ich habe nur zweimal reingedatscht und die Farbabgabe ist schon echt heftig. Also, wow. Auch sehr, sehr schön, wie ihr sehen könnt. Ich benutze jetzt aber nochmal den hier und gehe hier nochmal ein bisschen drüber. Und jetzt habe ich hier mir damals von Essence aus der Mary Berry Kollektion mal einen Highlighter geholt in I Love My Golden Pumps. Und den werde ich jetzt hier noch mit einem Highlighter-Pinsel ein bisschen auftragen. Ich nehme davon allerdings jetzt erstmal nicht so viel, weil ich nicht weiß, wie der so ist. Und das Doofe ist, durch das Licht sieht man den Highlighter jetzt nicht so. Obwohl es geht, doch ein bisschen sieht man den. Okay. Ja, der ist ganz okay. Er gibt nicht ganz so viel Farbe ab, was ich aber ganz okay finde, weil ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass manche einfach zu viel abgeben. Und das sieht dann total doof aus irgendwie so. Das lasse ich jetzt einfach. Man sieht es leider. Doch, ein bisschen sieht man es. So. Seht ihr das? Highlight on Flick, Baby. So, und jetzt nehme ich einfach hier nochmal mein Stippling Brush und gehe hier nochmal ein bisschen drüber. Ich verblende das manchmal dann mit noch so ein bisschen. So, auch geil. Also echt, gefällt mir. Das werde ich, glaube ich, jetzt öfter tragen. Als allerletztes begebe ich mich jetzt zu den Lippen und da werde ich jetzt mal was etwas Gewagteres machen. Ich habe hier schon seit Ewigkeiten von ColourPop einen Ultra Matt Lip Liquid Lipstick. Und zwar ist das in der Farbe Pacific. Das ist ein Orange.
Es ist ein richtig knalliges Orange. Ich werde es euch jetzt erstmal hier swatchen. Ich hoffe, man sieht es. Auf der Hand finde ich, das sieht eher so aus wie so ein Rot. So ein Rot-Orange. Ja, sieht man das? Und das werde ich jetzt einfach noch auf meine Lippen geben. Und dann bin ich auch schon fertig. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich muss allerdings sagen, dass der nicht so deckend ist. Ich weiß nicht, ob man das hier sieht. Aber wenn ich in den Spiegel gucke, der sieht überhaupt nicht so deckend auf und ich aus, nicht auf. Oh mein Gott, ich sag doch, heute ist nicht mein Tag, ich kann heute nicht reden. ja, in der Kamera kommt es leider nicht so gut rüber. Aber wenn man das so sieht, der ist halt einfach nicht so krass deckend. Ich finde ihn aber trotz dessen echt schön, muss ich sagen. So für den Sommer müsste ich den nächstes Jahr wirklich mal ausprobieren. Ich habe den nämlich nicht einmal benutzt. So, hier seht ihr nochmal den Highlighter schön und meine Augen ein bisschen, wenn die Sonne jetzt hier nicht so reinknallen würde. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich konnte euch ein bisschen unterhalten wenigstens. Und es gab jetzt mal ein nicht so perfektes YouTube-Tutorial. Ich werde jetzt am Abend bloß gleich noch mein nächstes Video drehen, was am Sonntag online kommen wird. Eventuell sogar schon heute noch, dass ich heute eventuell 2 hochlade, aber ich weiß es noch nicht. Und ja, wenn das Video euch gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben da lassen würdet und wenn ihr mich hier unten einmal kostenlos abonnieren würdet. Wir sehen uns dann entweder im Anschluss noch mit einem neuen Video oder spätestens am Sonntag. Ich wünsche euch allen noch eine wunderschöne Woche. Macht's gut!